Trauer um Richard von Weizsäcker. Der ehemalige Bundespräsident ist am 31. Januar 2015 im Alter von 94 Jahren gestorben. Bundespräsident Joachim Gauck hat einen Staatsakt für den 11. Februar angeordnet. In enger Absprache mit der Familie von Weizsäcker wird der Berliner Dom als Ort des Staatsaktes ausgewählt, der vom Protokoll Inland der Bundesregierung vorbereitet wird. Protokollchef Christian König und seine Mitarbeiter haben am Tag vor dem Staatsakt bereits viel Arbeit hinter sich. Der Staatsakt ist die höchste Ehrung, die die Bundesrepublik Deutschland zu vergeben hat. Denjenigen Bürgern, die sich herausragend um die Bundesrepublik Deutschland verdient gemacht haben. Nur der Bundespräsident ist befugt, einen solchen Staatsakt anzuordnen. In den letzten Tagen haben wir uns vorwiegend um das Einladungsverfahren gekümmert. 1900 Gäste wurden eingeladen. Wir haben uns um das Programm gekümmert, um die Redner, um die Musik. Das war das, was wir in den letzten Tagen gemacht haben. Mehrmals geübt wird das militärische Zeremoniell am Ende des Staatsaktes. Die Bundeswehr stellt eine Totenwache aus Generalen und Admiralen. Der Sarg wird von Soldaten aus dem Berliner Dom getragen werden. Der Ablauf ist genau festgelegt. Wir haben jetzt eine Übung mit den Sargträgern. Es wird der baugleiche Sarg verwendet mit entsprechenden Gewichten, damit man ein Gefühl dafür bekommt, wie der richtige Sarg aussehen wird und wie schwer er ist und damit nachher das Zeremoniell vernünftig ablaufen kann. Am nächsten Tag ist der Sarg Richard von Weizsäckers bereits aufgebahrt und mit einer Bundesdienstflagge bedeckt. Jetzt liegt das Hauptaugenmerk der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Protokolls auf der Sitzordnung der Trauergäste, die aus ganz Europa erwartet werden. Also wir sind jetzt so ungefähr eine Stunde noch vor der Veranstaltung. Wir machen jetzt gerade die letzten Platzierungen, die uns auch noch gestern erreicht haben, die letzten Zusagen, Absagen, die noch eingearbeitet werden müssen. Die freundlichen Helfer des Bundesrats und des Bundestags, die Saaldiener helfen uns, unterstützen uns dabei. Wir haben die erste Reihe platziert. Das sind vor allem die Verfassungsorgane, die ganz wichtigen Menschen, aber auch die Familie natürlich allen voran. Danach gibt es auch noch einen Familienblock. Wir haben aber natürlich auch Blöcke für das diplomatische Korps, für die Abgeordneten, für die anderen Gäste, die alle namentlich passiert werden. Deswegen sind wir jetzt so ein bisschen noch in der Eile und versuchen noch die letzten Änderungen alle einzuarbeiten. Die Gäste treffen ein. Unter ihnen Staatsmänner und Frauen aus Deutschland, Europa und der Welt. Weggefährten des langen politischen und gesellschaftlichen Lebens von Richard von Weizsäcker. Vor dem Staatsakt gibt es einen Trauergottesdienst, in welchem der evangelische Christ Richard von Weizsäcker im Mittelpunkt steht. Nach dem kirchlichen schließt sich der staatliche Abschied an. Bundespräsident Joachim Gauck würdigt seinen Amtsvorgänger als großen Staatsmann. Wir Deutsche verneigen uns in tiefer Trauer vor Richard von Weizsäcker, einem großen Deutschen und einem herausragenden Präsidenten. Wie nur wenige stand er für unser Land. Und wie nur wenige hat er für unser Land weltweit Achtung und Sympathie erworben. Während im Berliner Dom weitere Rednerinnen und Redner auf das politische Leben von Weizsäckers zurückblicken, beginnt vor dem Dom das militärische Zeremoniell mit dem Aufmarsch des Wachbataillons beim Bundesministerium der Verteidigung. Die Soldaten in den Uniformen der Teilstreitkräfte Heer, Luftwaffe und Marine bilden die Ehrenformation für den ehemaligen Bundespräsidenten. Wir haben jetzt die Situation, dass die Ehrenformation der Bundeswehr aufgezogen ist mit dem Stabsmusikchor, der Fahnenabordnung, der Sargwagen steht bereit, die Polizeieskorte steht bereit und jetzt warten wir auf das Ende des Staatsaktes, damit das militärische Abschiedszeremoniell beginnen kann. Mit langsamen Schritten bewegen sich Totenwache und Sargträger durch den Mittelgang des Berliner Doms. Die Generale und Admirale tragen den großen Dienstanzug mit Fangschnur. Der Bundespräsident, die Angehörigen und die gesamte Trauergemeinde schließen sich an. Schließlich erreicht der Sarg das Portal und die Freitreppe des Berliner Doms.
Vor dem Dom steht ein Katafalk bereit, auf welchem der Sarg aufgebahrt wird. Nach dem Trauerchoral »Jesus, meine Zuversicht« erklingt die Nationalhymne. Abschied mit militärischen Ehren. Deutschland verneigt sich vor Richard von Weizsäcker. Das militärische Zeremoniell war auch noch ein sehr würdiger Abschluss. Und man hat ja auch gesehen, die Betroffenheit zum Teil dann hier. Also ich denke, das war ein sehr gutes Zeremoniell. Wir können zufrieden sein. Staatsakt für einen großen Deutschen. Richard von Weizsäcker bleibt unvergessen.